Ja, willkommen zurück zu diesem schönen neuen Video bei D&B Fahrzeugaufbereitung. Ihr seht es im Hintergrund, wir haben wieder einen schönen Tesla Model Y in Schwarz. Dieses Video dient nochmal so speziell der Lackaufbereitung beim Tesla. Ja, wie die meisten ja von euch wissen, der Tesla-Lack ist schon ja sehr, sehr, sehr empfindlich. Also mit einer der empfindlichsten Lacke, so aktuell auf dem Fahrzeugmarkt, gerade so der Schwarz-Uni, den wir jetzt auch hier haben, ist schon sehr, sehr kratzeranfällig. Einmal Waschstraße oder eine falsche Handwäsche und der Lack ist sofort extrem verkratzt. Und ja, selbst neue Fahrzeuge, der Wagen ist tatsächlich neu, kam hier an und war schon überall verkratzt. Ich gehe mal davon aus, dass hier schon die erste Wäsche dann auch bei Tesla selber dann ausgeführt bzw. durchgeführt wurde. Auch die haben halt entsprechende Waschstraßen, wo die Fahrzeuge durchfahren. Und lange Rede, kurzer Sinn, da passieren dann schon die ersten Kratzer. Der Kunde selber sieht es nicht sofort, weil meistens werden die Fahrzeuge im indirekten Licht ausgeliefert. Da fällt das erstmal nicht so auf. Ne? Ja. Ihr wisst, also wir machen hier wirklich sehr viel Tesla-Fahrzeuge, also gerade speziell was Lackaufbereitung und Versiegelung angeht. Dieser Lack ist de facto auch nicht einfach aufzubereiten. Das muss man dazu sagen. Also wir haben schon wirklich viele Teslas hier gehabt, die bei einem anderen Aufbereiter gewesen sind und wo alles im Prinzip verschlimmbessert wurde. Ne? Also es ist poliert worden, das hat man gesehen. Ja, und Polier-Hologramme, noch mehr Swirls reinpoliert, als vorher wahrscheinlich drin waren. Also richtige Katastrophen haben wir ja schon gesehen und auch erlebt. Das Blöde ist natürlich, dass wir dann immer vom Vorgänger dann auch ja das Ganze dann wieder auf Vordermann bringen müssen. Also auch die Defekte, die reinpoliert worden sind, auch dann noch mit entfernen müssen. Ja, was gibt's zu dem Lack zu sagen? Ich zeige euch mal mittels dieser speziellen Lampe hier, das ist eine sogenannte Scan Grip, die zeigt uns wirklich, was auf dem Lack los ist, in Form von Kratzern und so weiter. Ich werde mal die Kameraperspektive jetzt auf den Fahrzeuglack richten, der ist wie gesagt schon aufbereitet alles, nur damit ihr seht, wie der Lack auch wirklich aussehen sollte nach einer Lackaufbereitung mit anschließender Versiegelung. So. Ne, dann haben wir einmal den Lack, wenn wir einfach mal die Lampe noch dazu schalten, wie gesagt, so sieht das natürlich schon schön aus. Wichtig ist aber, dass das Ganze auch mit dieser Scan Grip, mit dieser Lampe auch sehr gut aussieht, ne, dass wir hier wirklich einen kratzerfreien Lackzustand dann auch haben. Ne. So sollte das Ganze auch dann wirklich nachher aussehen, denn spätestens, wenn die Sonne auf dem Lack drauf scheint und es sieht nicht so aus, dann sehe ich natürlich sofort alle Kratzer. Der eine oder andere kennt das bestimmt in Form von Swirls, Hologrammen und so weiter. Und ja, nur dass man einfach mal gesehen hat, auch wenn man vorhat, ne, das Auto woanders aufbereiten zu lassen, ist ja kein Problem. Dann auf jeden Fall immer gucken, ne, dass der Aufbereiter, der jeweilige, dann mit euch nochmal ums Fahrzeug rumgeht, euch auch nochmal mit dieser Scan Grip dann auch nochmal den Lackzustand zeigt, ne, damit es dann also keine bösen Überraschungen nachher auch gibt. Deswegen gehe ich mit euch auch einmal hier um den Lack komplett einmal rum, ne, damit man nochmal ganz klar sieht, also dass der Lack wirklich hier auch komplett dann auch defektfrei ist, ne, auch an diesen Stellen hier überall. So sollte das Ganze dann im Optimalfall überall dann auf der gesamten Karosse aussehen. Ne. Ich denke, ihr seht das ganz gut. Der Lack ist komplett defektfrei. So wie das eigentlich auch sein sollte. Ja. So. Wie gesagt, das einmal von mir so als Tipp. Wenn ihr euer Auto irgendwo aufbereiten lasst, erfahrungsgemäß, sagt dem bitte dem Aufbereiter, er möchte mit euch mit dieser speziellen Scan Grip Lampe nochmal ums Fahrzeug rumlaufen, dass man auch wirklich sieht, dass alle Defekte raus sind, weil wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Fahrzeuge bei uns bekommen, wo dann wirklich gemogelt worden ist, nicht vernünftig poliert worden ist, sogenannter Haze sogar noch im Lack drin gewesen ist. Haze sind so leichte Schattierungen, die auch durch falsche Polieren entstehen. Und ja, nur das einfach nochmal so als Tipp mitgegeben. Lackaufbereitung ist nicht gleich Lackaufbereitung. So ein Fahrzeug zum Beispiel sollte man immer mindestens in 2-3 Stufen aufbereiten und polieren, um hier auch wirklich, ihr habt es gesehen, den maximalen Glanz zu erzeugen. Und wenn wir den maximalen Glanz dann auch haben durchs Polieren,
dann muss das Ganze natürlich am besten versiegelt werden. Es gibt verschiedene Versiegelungssysteme, Keramik, Polymer, PTFE, Teflon, Wachsversiegelung oder im Optimalfall eine Graphenversiegelung. Die funktionieren hier wirklich sehr, sehr gut auf den Lacken. Ne? Nur das nochmal so, by the way, erwähnt, damit es nachher, wie gesagt, nach der Lackaufbereitung keine bösen Überraschungen gibt, weil ich weiß, ich bin in vielen Foren selber auch persönlich drin und ich weiß, dass da wirklich sehr viel getrickst wird. Und ja, das ist eigentlich immer schade, weil die meisten dann denken, ja, aber so eine Keramikversiegelung oder so eine Graphenbeschichtung, ja, das ist nach einem Jahr ja schon wieder weg. Nee, ist de facto nicht so. Wenn es vernünftig gemacht worden ist mit einer vernünftigen Versiegelung, dann kann das auch durchaus viel, viel länger halten. Arteschein zum Beispiel mit der Graphenbeschichtung gibt 7 Jahre an. 7 Jahre ist natürlich sehr hoch gegriffen, aber wenn ich mein Fahrzeug natürlich auch entsprechend pflege, von Handpflege mit allem drum und dran, dann kann sowas durchaus auch erreicht werden, so eine Standzeit. Ne? Ist genauso, ne, die Frage kommt sehr oft auf. Ja, wie lange hält eine Versiegelung? Ja, das ist immer die Frage, wie pflege ich mein Fahrzeug im Nachgang? Ich kann natürlich auch sagen, ja, wie lange hält so ein Motor? Ja, wenn ich natürlich immer am Penetrieren bin, dann brauche ich mir da keine Illusion machen, dass ein Motor dann auch lange hält. Kein Ölwechsel gemacht wird oder keine Intervalle eingehalten werden. Nichts anderes ist es im Prinzip mit so einer Lackversiegelung. Ne? Wenn ich das nicht vernünftig pflege, ist völlig klar, dann brauche ich mir auch keine Illusion machen, dass sowas dann jahrelang halten wird. Ne? Also die Nachpflege ist auch wirklich hier immer entscheidend. Waschstraße, also es ist tatsächlich so, eine gute Waschstraße ist manchmal besser als eine schlechte Handwäsche. Das sage ich aus dem Grund, weil ich habe schon in gewissen Waschboxen gesehen, wie da Fahrzeuge gewaschen werden. Ich sage nur hier mit den Kratzbürsten, kennt ihr, ne, wo vorne noch Schaum rauskommt etc. Das ist natürlich der Tote des Lackes. So sollte man natürlich keine Handwäsche vollziehen. Ne, wie man sowas macht, da gibt es zahlreiche Videos auch im Internet nachzuschauen. Ne, 2-Eimer-Methode zum Beispiel, ne, wie man vernünftig ein Fahrzeug von der Hand wäscht. Und ansonsten wirklich vielleicht auch eine vernünftige Waschstraße aufsuchen, wenn es dann gar nicht anders geht. Ne. Also empfehlen tue ich sie gar nicht, eine Waschstraße. Ne, ich sage das auch nochmal ganz klar. Die Handwäsche, eine vernünftige, ist immer das Beste. Aber wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe, nicht die Zeit dazu habe, dann wirklich mit Bedacht die Waschstraße aussuchen und am besten auch erfahrungsgemäß auch die Portalwaschanlagen komplett meiden. Das sind diese Waschanlagen, wo ich reinfahre, die so nach vorne und nach hinten fahren. Die werden in der Regel kaum bis gar nicht gewartet. Man kennt das Spiel und die verursachen natürlich die meisten Kratzer. Die meisten Kratzer werden halt dadurch verursacht, dass wenn der Lack noch extrem schmutzig ist und der Schmutz sich noch auf dem Lack befindet und der dann nachher durch die rotative Bewegung der Waschstraßenwalzen, ja, dann wird das Ganze natürlich noch schön eingearbeitet und dadurch entstehen natürlich die Kratzer, Swirls und so weiter. Ne? Wenn natürlich, die Vorwäsche ist natürlich mit entscheidend, jemand da ist, der schon mit dem Hochdruckreiniger vorher den Schmutz entfernt. Beispielsweise jetzt hier mit einem graphenbeschichteten Fahrzeug. Geht super einfach. Einfach mal mit dem Hochdruckreiniger rumlaufen, grober Schmutz weg, dann noch die richtige Handwäsche im Nachgang. Ja, dann ist so ein Fahrzeug natürlich ruckzuck sauber und ich brauche mir auch keine Gedanken hier über Kratzer zu machen. Und ihr habt es gesehen in den anderen Videos, selbst wenn mal kleine Kratzer schon reinkommen, speziell jetzt bei der Graphenbeschichtung, selbst nivellieren, kein Problem. Auto sauber machen, mal in die Hitze stellen draußen, in die pralle Sonne und dann gehen die kleinsten Kratzer auch wieder von selber raus. So, das war jetzt viel Input. 8 Minuten sehe ich gerade, haben wir jetzt hier einfach nochmal über Lackaufbereitung und auch die anschließende Versiegelung gesprochen. Aber ist auch, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn dazu noch Fragen offen sein sollten, dann, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. WhatsApp, Facebook, mittlerweile auch TikTok oder auch ganz klassisch per Telefon. Und wie gesagt, Fahrzeuge werden bei uns vorher sowieso mal begutachtet, bevor wir da irgendwas Konkretes sagen können. Und ja, das war es erstmal soweit von uns. Sollten, wie gesagt, Fragen sein zur Lackaufbereitung, Versiegelung oder sonst irgendwas, einfach Bescheid sagen. Bis dahin, wir sind erstmal wieder raus.